Hast du auch das Gefühl, dass sich deine Sehkraft in der letzten Zeit immer weiter verschlechtert hast und du bist vielleicht auf der Suche nach einer Möglichkeit, um deine Sehkraft zu schützen und ja, vielleicht sogar zu verbessern, dann bist du hier genau richtig, denn ich möchte dir in dem heutigen Video ein paar Tipps mit an die Hand geben, die du machen kannst im Alltag, also quasi passiv, um deine Augen zu schützen und natürlich auch passiv zu verbessern. Ja, das geht nämlich mit ganz gezielten Augenübungen und ich möchte dir heute einige meiner besten Tipps mit an die Hand geben. Also sei unbedingt gespannt. Ich habe das ganze Video, weil es auch etwas länger ist, in verschiedene Kapitel unterteilt. Also du kannst dort auch weiterspringen, wenn dich etwas mehr oder weniger interessiert. Und lass mir gerne auch dein Feedback da, wie du die einzelnen Punkte für dich siehst. Zunächst aber erstmal möchte ich erklären, warum unsere Augen überhaupt schlechter werden. Gerade in der heutigen Zeit hat man ja das Gefühl, dass quasi jeder zweite oder sogar eigentlich jeder schon irgendeine Brille trägt oder zumindest Sehprobleme hat. Aber man stellt sich die Frage, ob das früher auch schon gewesen ist oder ob das erst ein ja, modernes Phänomen ist, was erst in den letzten 10, 20 Jahren so zum Vorschein gekommen ist. Und auch damit habe ich mich mal beschäftigt und dazu blende ich dir auch gerne mal ein paar Statistiken ein, denn tatsächlich zeigt das hier schon ganz deutlich, dass in den letzten Jahren, wirklich in den letzten 10 Jahren schon extrem viel angestiegen ist und sogar in den letzten paar Jahren sogar noch rasanter, da halt viele auch im Homeoffice ihre Zeit verbracht haben und noch weniger Abwechslung von ihrem Alltag hatten. Und das ist einer der Gründe tatsächlich, warum wir heutzutage so viele Sehschwächen haben, weil wir eben zum einen sehr, sehr viel vor Bildschirmen sitzen, sei es jetzt, ob du das Video hier siehst oder auf Arbeit oder in der Schule oder einfach unterwegs. Man hat sehr, sehr oft und viel Bildschirmzeit und unsere Augen sind demzufolge häufig sehr, sehr angestrengt, sehr belastet. Ja, wir haben ganz, ganz wenig Zeit mehr, um unsere Augen wirklich zu erholen. Ja, denn auch das Licht und auch der nahe Abstand, ja, strengen unsere Augen wirklich intensiv an. Das Licht musst du dir vorstellen, das ist eine Lichtquelle, dein Bildschirm ist eine Lichtquelle und dort wird die ganze Zeit das Vitamin A umgewandelt. Also sprich, unser Auge wandelt das Vitamin A um bei Licht, damit es eben sehen kann. Und irgendwann sind natürlich diese Vitamin A-Reserven verbraucht und dann natürlich fängt eine Sehschwäche an. Aber natürlich auch, wenn du die ganze Zeit vor einem gewissen Abstand bleibst, also sprich, der Abstand variiert sich nicht groß, dann ist natürlich auch in diesem Bereich das Blickfeld sehr stark und alles darüber hinaus wird immer schwächer, weil wir es schlichtweg nicht mehr benötigen oder nicht mehr so oft benutzen. Und das ist einer der Gründe, warum eben heutzutage immer mehr Menschen eine Brille tragen. Und ich möchte dir jetzt aber konkrete Tipps geben, was du tun kannst, damit du eben nicht mehr dazu gehörst und vielleicht auch in der nächsten Zeit schon auf deine Brille vollkommen verzichten kannst. Tipps und Übungen, die habe ich dir auch etwas chronologisch aufgearbeitet, so dass du quasi wirklich schauen kannst, ob das in deinen Alltag, in deinen Tagesrhythmus hervorragend reinpasst. Also sprich, wir fangen wirklich an beim ersten Step und zwar, wenn wir früh aufstehen. Im Idealfall liegen wir sogar noch im Bett. Da können wir dann nämlich schon die allererste Augenübungen machen, denn wir können das erste Mal, bevor wir aufstehen, bevor wir an unser Handy gehen, erstmal unsere Augen und auch Augenmuskeln aktivieren. Ja, sprich, ob du jetzt die Augen offen hast oder noch zu hast, das sei dir überlassen, aber wir beginnen schon mal unsere Augen zu kreisen. Also wirklich, wir fangen oben an, gehen einmal bis an den Rand und du wirst merken, wenn du es ein paar Mal gekreist hast, auch mal in die entgegengesetzte Richtung, dass du ja quasi wie so eine Verspannung hast, die gelöst wird. Also du fühlst dich plötzlich ein bisschen befreiter. Das kannst du natürlich auch gerne jetzt mal mitmachen. Auch jetzt wirst du wahrscheinlich den Effekt merken, wenn du ganz dolle in den Rand so gehst, dass sich das plötzlich ja wie so ein zu entziehen anfühlt. Und wenn wir diese Übung machen, ja, das ist so quasi wie so ein Strecken wie beim Sport, dass wir uns quasi unsere Muskeln und uns ein bisschen dehnen. Das nächste, was du dann machen kannst, da würde ich dir natürlich empfehlen, dann, wenn du schon beim Aufstehen bist oder so, das kannst du auch parallel einfach machen, deine Augen zu befeuchten. Das funktioniert am besten, wenn du einfach anfängst zu blinzeln, also ganz oft deine Augen auf und zu machst. Zum einen hilft es dir, dass deine Augen befeuchtet werden und zum anderen natürlich auch, dass dein Sehen aktiviert wird. Ja, also sprich, das Blinzeln kannst du auch ganz parallel mal machen. Wenn du zum Beispiel früh gleich die Zähne putzt oder so, kannst du das perfekt einbauen. Ja, und dann hast du natürlich auch eine kurze Zeit, wo du kannst mal ganz normal gucken kannst oder auch du kannst deine Augen mal kurz schließen. Vielleicht nimmst du auch noch deine Hände dazu, atmest noch mal ein, zwei Mal aus und versuchst sie noch mal ein bisschen zu entspannen und für den Tag vorzubereiten. Der nächste Tipp ist vor allem für die hilfreich, die schon eine Brille tragen oder eine sehr hohe Sehschwäche haben und eben auf eine Brille oder Kontaktlinse angewiesen sind. Denn das nächste, was man natürlich macht nach dem Aufstehen, man setzt sich ganz häufig gleich als seine Brille auf, würde ich dir verzichten, wirklich, bis du wirklich erst aus dem Haus gehst. Ja, also in den meisten Fällen brauchen wir
in unserer Wohnung, in unserem Haus ganz selten ja eine Brille, weil wir wissen ja grob, wo was steht, zum Frühstücken, unser Müsli, was wir uns vorbereiten, da brauchen wir nicht unbedingt eine Brille. Es reicht auch, wenn wir das etwas unschärfer sehen. Wir wollen ja schließlich mit dem Augentraining unsere natürliche Sehkraft verbessern und unsere Brille ja unterstützt zwar unser Auge, nimmt aber uns auch leider sehr viel Sehkraft ab und dadurch werden unsere Augen auch fauler. Und so können wir sie gleich früh versuchen, ein bisschen zu mobilisieren, dass unser natürliches Sehen sich ein bisschen verbessert. Und das kannst du, wie gesagt, machen bei Sachen, die du wirklich tagtäglich machst. Also gerade da, wo du dich extrem sicher fühlst, wo du zu Hause bist. Das würde ich zum Beispiel aber nicht empfehlen, wenn du jetzt im Auto sitzt, wo vielleicht in einer unerwarteten Situation auftreten. Da brauchst du natürlich ein bisschen schärfere Sicht, da kannst du natürlich deine Brille tragen. Ja? Aber ansonsten kannst du es natürlich auch versuchen, im Alltag irgendwo einzusetzen, wenn du eine Mittagspause machst oder auf den Arm, wenn du in der Bahn sitzt, dann brauchst du nicht unbedingt deine Brille, kannst ein bisschen aus dem Fenster schauen und so kannst du quasi auch passiv deine natürliche Sehkraft stärken. Und dann gibt es auch noch eine sehr, sehr schöne Übung, die ich tatsächlich auch heute noch mache. Ich hatte ja nämlich auch mal eine Sehschwäche, aber diese Übung, die ich jetzt dir gleich vormache, das ist eine meiner Lieblingsübungen und die möchte ich jetzt auch gerne mal verraten und die lässt sich wirklich überall perfekt integrieren. Und zwar suchst du dir am besten einen Raum, wo du am besten ein Fenster hast, wo du rausgucken kannst auf ein Objekt, sei es ein Baum, sei es ein Plakat, irgendwas, was auf jeden Fall in der Ferne ist. Ja? Und du schaust dann im Prinzip raus und versuchst, dieses Plakat anzufokussieren. Dann kannst du noch deinen Daumen nehmen, kannst ein bisschen vor dir strecken, sodass du einigermaßen scharf siehst. Und dann wechselst du den Blick von deinem Daumen auf das Objekt. Und das immer so in 10-Sekunden-Takt. Ja, das kann ein bisschen länger dauern, kann ein bisschen schneller gehen. Und du wechselst immer. Und wenn du es dann scharf gestellt hast, dann wechselst du nach 10 Sekunden erstmal wieder in die Ferne und schaust da, dass es wieder scharf ist. Ja? Nicht starren, also schön blinzeln dabei. Und dann wechselst du wieder in die Nähe. Und das kannst du natürlich auch wieder dann das Tempo ein bisschen anziehen, dass du quasi immer mal den Wechsel, also die Zeit reduzierst und du wirst merken, dass dieses Scharfstellen, bis du das Objekt oder deinen Daumen direkt vor dir scharf siehst, dass es dann irgendwann schneller geht. Ja? Und da haben wir dann schon mal den ersten Fortschritt erzählt, dass du quasi nicht mehr so lange brauchst, um scharf zu stellen, sondern dass es ein bisschen schneller geht. Und das kannst du überall super anwenden und das ist auch einer meiner Lieblingsübungen, weil man eben so schnell den Fortschritt erzielt. Kannst am besten jetzt gleich mal ausprobieren, pausier das Video oder mach es nach dem Video. Ja? Stell dich einfach mal an ein Fenster, halt deine Hand aus, schau auf einen Punkt, in die Ferne und auf deinen Daumen und wechsel immer hin und her und du wirst merken, dass dieses Scharfstellen irgendwann immer schneller wird. Ja, und wenn du das natürlich regelmäßig wiederholst, macht das natürlich noch einen viel größeren Effekt. Der nächste Tipp ist für alle, die eine sehr hohe Bildschirmzeit haben. Ja, am Handy kann man ja meistens schon sehen, wie viel Bildschirmzeit man hatte. Ich hatte teilweise Teilnehmer, die haben über 10 Stunden am Bildschirm gesessen, sei es auf der Arbeit, sei es am Handy. Natürlich ist das eine sehr, sehr hohe Belastung. Natürlich ist da eine Empfehlung von mir, grundsätzlich die Bildschirmzeit ein bisschen zu reduzieren. Natürlich geht das am Arbeitsalltag manchmal nicht, dass man eben viel vom PC arbeiten muss, aber trotzdem kann man dort zum Beispiel eine Übung machen und zwar die sogenannte 20-20-Regel. Das ist eine sehr, sehr geile Übung, die man einfach auch parallel mal machen kann. Und zwar stellst du einfach einen Wecker und einen Timer und stellst 20 Minuten ein. Ja? Und nach alle 20 Minuten klingelt ja dein Timer und versuchst mal für so circa 20 Sekunden einfach mal in die Ferne zu gucken. Ja? Denn dadurch fangen wir eben nicht an, dieses ständige Starren, sondern wir wechseln dadurch unsere Perspektive. Schau mal in die Ferne und auch wenn du das nicht zum Beispiel alle 20 Minuten schaffst, achte einfach darauf, dass du häufig über deinen Bildschirmrand hinausschaust, einfach mal in die Ferne für ein paar Sekunden, um einfach wieder ein bisschen mehr Variabilität in dein Sichtfeld zu bekommen. Die nächste Übung ist sehr bekannt unter allen, die schon mal mit dem Augentraining gestartet haben oder schon mal ausprobiert haben, und zwar das sogenannte Palmieren. Das Ganze ist eine Entspannungstechnik, wo wir versuchen, unsere Augen so weit zu entspannen, dass die vollkommen entspannt sind. Also sprich, du hast, wenn du die Augen zumachst, ja ganz häufig, ja, so grelle Blitze oder du merkst einfach, dass deine Augen brennen oder müde sind. Ja, das merkt man ja einfach. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie du es schaffen kannst, in sehr, sehr kurzer Zeit deine Augen vollständig zu entspannen. Dazu nehmen wir unsere beiden Handflächen. Wir reiben sie ein bisschen aneinander, sodass da Hitze entsteht. Denn Hitze hilft dabei, unsere Augenmuskulatur noch zusätzlich zu entspannen. Natürlich schließen wir unsere Augen noch, legen dann unsere warmen Handflächen auf unsere Augen und atmen einmal tief ein und aus und machen das so lange, bis wirklich alle grellen Blitze weg sind. Also wirklich, bis du diese Farbe schwarz vor dir komplett dunkel siehst. Also da darf nichts mehr rumschwirren. Versuchst wirklich, dir die Farbe schwarz vorzustellen. Und wenn du das ganze Schwarz komplett siehst, dann weißt du, dass deine Augen hundertprozentig entspannt sind. Sollte es beim ersten Mal eben nicht funktionieren, kannst du das Ganze natürlich nochmal wiederholen. Also einfach nochmal die Hände ein bisschen aufwärmen und auf die Augen und immer schon ans Atmen auch denken.
weil das hilft dir einfach dabei, dich zusätzlich zu entspannen. Ja, weil Atmung ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ob wir entspannt sind oder nicht. Und so können wir ganz schnell unseren Puls runterfahren und auch unsere Augendurchblutung fördern. Und dann können wir auch schon wieder ein bisschen besser sehen und vor allem haben wir unsere Augen entspannt und sie nicht zusätzlich belastet und auch nicht überanstrengt. Ja? Kann ich dir auch nur empfehlen, das häufig in den Alltag einzubauen. Kleiner Bonus mal hier an dieser Stelle, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, gib doch schon mal gerne einen Daumen nach oben. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, vielleicht zu deinem spezifischen Augenproblem, dann melde dich doch gerne zu meinem kostenlosen Augentraining-Workshop an. Dort verbesserst du mit mir gemeinsam, aber auch mit anderen Teilnehmern deine Sehkraft. Ja, wir schauen, welches Problem hast du. Denn es gibt für jedes Augenproblem, für jede Sehschwäche gibt es eine Methode, die du machen kannst, die du anwenden kannst, um dann deine natürliche Sehkraft zu verbessern. Also wenn dich das interessiert, dann schau doch gerne mal unterhalb des Videos, verlinke ich dir mal unseren Zugang. Dort kannst du dich zu unserem kostenlosen Workshop anmelden. Wenn dich das interessiert, schau doch gerne mal dran vorbei. Diese Übung, die ich dir jetzt zeige, die würde ich dir empfehlen, mal mit mir gemeinsam mitzumachen, denn dort zeige ich dir, wie unsere Augen und auch unsere Nackenmuskulatur zusammenhängen und wie wir sie entspannen können und natürlich auch da wieder verbessern können. Dazu empfehle ich dir, nimm dir mal beide Finger und pack sie hier hinten am Schädelansatz, also zwischen Schädel und Hals kann man sozusagen sagen, und da versuch dich mal mit beiden Fingern raufzudrücken, ganz leicht, so dass du einfach nur spürst, wenn du dich so ein bisschen bewegst, dass du da deine Muskulatur so spürst ist, und dann fang mal an, deine Augen zu kreisen, also beweg die Augen mal. Wenn du das so machst, wirst du merken, dass hinten die Muskeln arbeiten, obwohl du ganz still sitzt, ja, oder stehst. Und das liegt daran, dass unsere Nervenkerne, also sprich unsere Halsmuskulatur und unsere Augen ganz miteinander verknüpft sind. Die sitzen quasi nebeneinander, denn du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt nach rechts gucken, bewegen sich ja nicht nur unsere Augen, sondern auch unseren Kopf. Und das ist synchronisiert. Und die meisten machen tatsächlich Folgendes. Sie bewegen ihren Nacken, um den zu ein bisschen entspannen, achten dabei aber nicht auf ihre Blickrichtung. Und das würde ich dir einfach mal empfehlen, dass du quasi, wenn du jetzt mal in eine Richtung deinen Nacken entspannst, sagen wir mal, wir bewegen unseren Kopf nach links, dass du auch deine Augen nach links bewegst. Also ich mache es dir mal vor. Wir bewegen unseren Kopf nach links und auch meine Augen wandern nach links. Und jetzt gehe ich in die andere Richtung und gucke nach rechts. Und das kannst du natürlich auch nach oben machen und nach unten. Und wenn wir das machen, wirst du merken, dass unsere Augen wieder besser mit unserem Nacken koordiniert sind. Sie sind quasi wieder synchronisiert und dadurch fällt es dir leichter, wieder schneller in eine Richtung zu gucken, weil unser Körper und unsere Augen wieder besser in eine Richtung funktionieren. Ja, sie sehen das blitzschneller und können das wieder besser scharf stellen. Ich finde diese Übung zum Beispiel sehr, sehr cool, weil sie auch einfach anschaulich ist. Und wenn dir diese Übung gefallen hat, gib mir mal einen kleinen Motivationsdaumen, dann zeige ich dir auch in den nächsten Videos weitere solcher spannenden Übungen. Einen letzten Tipp habe ich aber noch. Dazu brauchen wir ein Hilfsmittel. Die bisherigen Übungen, die ich dir gezeigt habe oder Tipps, die benötigen ja kein Hilfsmittel. Jetzt würde ich dir empfehlen, einfach mal dazu einen kleinen Hilfsmittel zu nutzen. So eine genannte Lochbrille hier, du siehst es auch, das hat ganz viele kleine Löcher vorne, ja. Und die hilft dir dabei, besser scharf zu sehen. Dadurch, wenn wir die aufsetzen, haben wir ja ganz viele kleine Löcher, wodurch weniger Licht in unser Auge landet. Und die Funktion der Lochbrille habe ich dir in einem anderen Video schon mal vorgestellt, verlinke ich dir mal hier. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, um einfach auch passiv seine Augen zu verbessern, auch im Alltag oder auch wenn man zu Hause ist, kann man diese Lochbrille überall anwenden, natürlich auch unterwegs. Ich finde, sieht auch sehr, sehr schick aus und ist auf jeden Fall ein kleiner Hinguck. Auch so kannst du deine Sehkraft quasi passiv verbessern. Ansonsten, wie gesagt, ist ein sehr, sehr aufwendiges Video gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir dazu gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, gerne auch unterhalb in den Kommentarbereich einfach ein paar Fragen stellen. Beantworte ich natürlich alle gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.